Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Minecraft Yoshi's Survival. Viel Spaß beim Zuschauen. Geh woanders und bumm bumm machen. Oh, kannst auch woanders explodieren hier. Nicht bei mir vor der Nase. Spring mal den Hintern weg. Ich sehe die immer nicht kommen. Dann stehen sie irgendwann hinter mir und dann bumm. Gut, dass ich inzwischen eine Diamantrüstung habe, die das aushält. Bin ich immer sehr fast tot dabei. So, das habe ich ja auch letzte Mal hier gemacht, weil ich da halt Info bekommen hatte, dass wenn ich einen Wassergraben um die Beete mache, dass dann diese Erde nicht mehr verschwindet, wenn ich jetzt zum Beispiel ernte. Das heißt, normalerweise dürfte jetzt diese Erde nicht mehr zurückbilden, richtig? Es dürfte Ackerland bleiben. Probiere ich jetzt mal aus. Kann mal so ein bisschen was wegmachen hier. Muss ja sowieso mal wieder Schweinchen füttern. Kann ich ja mit dem Gleichen machen. Das scheint zu funktionieren. Normalerweise hätte ich jetzt schon wieder überall hier so vereinzelte Erde. Nee, da habe ich natürlich, das hatte ich natürlich auch nicht auf dem Schirm. Das heißt, ich hatte eigentlich ursprünglich hier den Acker einfach mitten reingeknallt und dann war es das. Wie viele Möhrchen habe ich jetzt? 40 Stück, das reicht zumindest zum Füttern für die. Da habe ich denn da nochmal 7. So. Hier nehme ich noch ein bisschen. Seerosenblatt abgeschossen. Das ist schlecht. Die Seerosenblätter, die habe ich mir hingemacht, damit ich nicht hier einsicke. Weil ich laufe ja, wenn ich nach vorne möchte, laufe ich ja hier quer durch, also querbeet. Und wenn ich dann hier im Wassergraben renne, dann hänge ich ja immer fest. Damit das nicht passiert, hatte ich mir hier die Seerosenblätter überall drauf gemacht. Wenn ich nämlich übers Wasser laufe. Was habe ich denn jetzt? 20. 20 ist ein bisschen wenig, ne? Für Kühe. Und Schafe ist 20 Roh bzw. 20 Getreide etwas wenig. Damit man ein Feld mehr abbauen. Und natürlich wieder anpflanzen. Könnte natürlich auch in mein Superlager gehen. Aber die Wälder müssen ja sowieso mal hin und wieder gemacht werden. So, das reicht jetzt immer. 49 reicht davon. Körner habe ich auch. Unweigerlich natürlich für die. Das kann ich auch mal mitnehmen hier direkt. Mein Papier. Also, Zuckerrohr für Papier. Ich habe ja für das Schlösschen, das ich da vorne gebaut habe, habe ich ja Bücherregale ganz viele gebaut gehabt. Und ich hatte auch noch mal welche nachproduziert. Zeitweilig, aber der Grundstoff Papier, der ist dafür sehr, sehr wichtig. Ohne Buch kannst du da Bücher bauen. So, dann wollen wir ein bisschen Hühnchen füttern. Hühnchen. Das muss man machen, ja. Einmal Hühnchen füttern. Oh! Hab ich jetzt alle erwischt? Vermutlich nicht. Aber egal. So, die sollten sich auch hier einigermaßen wohlfühlen. Mal in die Ecke. Und sagen, hör zu mir. Sehr gruselig. Sehr gruselig, wuselig. Wenn du das Zeug hier in die Hand nimmst, drehen sie sich alle um.
dieser Ansturm. Hilfe! Wurde gepumpt. Machen wir das mal aus. Ansturm mal so ein bisschen beseitigen. So. Schafe! Ich glaube, da habe ich hier genug von. Die Weißen habe ich auch genug von. Das heißt, die werde ich jetzt nicht mehr füttern. Aber. Oh. Ah, Schweinchen. Die haben ja auch eigentlich überhaupt keine andere Daseinsberechtigung außer Fleisch, weil du kannst da nichts anderes draus machen. Das sind Viechern. Heißt, der einzige Rohstoff, den du erreichst, wenn du ein Schwein killst, ist Fleisch. Auch Tierhaut, ne? Also müsste normalerweise auch irgendwie sowas da rauskommen. Ist einigermaßen durchgefüttert hier. Oh, da waren sie auch schon alle. So, wie komme ich denn jetzt hier wieder raus? Ohne dass die ganzen Schweine damit flüchten. Die können sich dann auch vermehren. So, jetzt aber. Das habe ich. Ich habe ich gefüttert. Ich habe wieder einigermaßen Material zusammen. Glaube ich. Eier schmeiße ich mal ab. Zuckerrohr schmeiße ich ab. Das schmeiße ich auch mal weg hier. So. Das kommt alles ins Lager. Was ich noch machen muss, ich wollte mir noch unten im Lager einen Hinterausgang machen. Weil ich ja. Mal so, ich renne von vorne ins Lager rein und ich könnte ja genauso gut, zeige ich das mal eben, ich könnte ja genauso gut auf der Rückseite hinten auch aus dem Lager wieder raus. Also da ist ja direkt eigentlich im Anschluss Feld. Also was würde jetzt dagegen sprechen, da hinten eine Tür einzubauen und da hinten noch einen zweiten Ausgang zu machen. Einfach hier, ne? So, hier hinten noch einen Ausgang basteln, fertig. Wenn ich das Lager noch ein bisschen größer gemacht habe, dass ich hier auf der Insel angekommen bin, dann könnte ich hier so einen ebenerdigen Ausgang machen. Finde ich eine ganz gute Sache. Genau, und hier habe ich den anderen Teil vom Lager. Wenn ich das irgendwann weiterbaue hier, dieses hier, mal gucken, dass ich auf der einen Seite hier den Bereich aussparen. Bei hier diesen Verbindungsgang. Ach guck mal, ich habe hier hinten sogar noch für große Materialien Platz. Sehe ich gerade. Super. Wenn ich jetzt noch mal irgendwas habe, wo richtige Mengen von anfallen, irgendwas bekomme, wo richtige Mengen von anfallen, dann kann ich das noch hier hinten mit dazu setzen. Geil. Ja, das habe ich natürlich gar nicht mehr im Schirm gehabt, dass ich ja in dem Lager, was vorne ist, für die massiv vielen Materialien pro Teil, so richtig viel Platz habe. So, was sagt denn eigentlich unser Eisenvorrat? Eisen, Kohle und so weiter. Haben wir denn? Es sieht viel aus. Es sieht viel aus. Ist es aber nicht. Weil 1, 2, 3, 4, 5 gehen schon mal, würden die jetzt schon mal wieder drauf gehen, wenn ich
64 Trichter baue. Nochmal 1, 2, 3, 4, 5 für die nächsten 64 Trichter. Und wenn ich so ein Lagerteil ausbaue, dann brauche ich die. Dann hätte ich nichts mehr. Ein Eisen. Und ich habe ja schon ordentlich herangeschafft. Gebastelt beim letzten Mal. Ja, so, ich sollte gucken, dass ich wieder ein Eisen rankriege. So weit in der Richtung. Das heißt, wir gehen einfach mal ein bisschen. Sollen wir da unten wühlen? Ja, komm, wir gehen mal einfach. Wir gehen mal einfach in die Etage. Hier unten war ich schon so lange nicht mehr. Die Mobs hier unten, die fühlen sich schon einsam. Komm, lass uns mal gehen. Hier mal eine alte Mine gehen. Eine uralte Mine hier. Passiert. Wo? Da unten bin ich schon am Grundgestein, genau. Und genau, hier hatte ich glaube ich so eine Art Suchgang gemacht. Das ist ein Suchgang. Richtiger. Schieben wir mal rein. Da wuseln wir mal einfach rein und gucken mal, dass wir hinten den Ansatz wieder finden. Da blubbert was. Glaube, da hinten war Lava. Oh ja, Riesenlava, sehe. Muss man echt aufpassen, dass man da nicht rein tickt, reinfällt, wie auch immer, versehentlich. Und relativ schnell zum Tod führen. So, dann nehme ich die Fackel mal weg. Setzen die hier an die Wand. Das ist welche Diamantspitzhacke? Mit Haltbarkeit, Glück, Effizienz und Reparatur. Wunderbar. Dann haben wir die richtig. 1, 2, 3. Und? Das ist das perfekte Suchraster, um Diamanten zu finden. 2, 3. Dann gucken wir doch mal hier. Ah, guck mal. Ah, noch passend gesagt, Eisen und Redstone. Perfekt. Also fast perfekt. Wird natürlich mehr sein, wie immer. Also ich habe mir sagen müssen, dass das, also 4 nach vorne und dann immer wieder 4 zur Seite, dass das das perfekte Suchraster wäre, um möglichst viele Materialien zu finden. Mit möglichst wenig Einsatz. 1, 2, 3, 4. So. Vorne? Ne, da. Und dann hier wieder seitlich. Also ohne, dass man jetzt in dem Bereich, den man hier durchwühlt, irgendwas übersieht. Irgendwas nicht mitkriegt, was irgendwo im Felsen ist. Hey, 2, 3. 2, 3, 4. Mach mal ganz kurz hier diese Stichgänge. Dann gucken wir mal eben. Lava! Super Lava, Lava! Denn hier. Endlich! Ich habe mal wieder ein paar Diamanten gefunden. Wahnsinn. Ja nicht so, dass ich davon jetzt übermäßig viele hätte. 3, 3, 4.
Das Coole ist, über die durch die Lava spare ich mir die Fackeln hier dran zu bauen, ne? Mal hell genug hier. Da ist Lava zu Ende. So, jetzt aber Eisen. Wahnsinn. Ja, diese Gesteine hier, also mein Lagerbestand an Steinen hier. Diverse Art und Weise, wie jetzt zum Beispiel hier, ist das Granit, ja. Steigt und packt einfach so, nur dadurch, dass ich hier so ein bisschen diese Gänge mache und Material suche. Finde ich richtig gut. Immer genug bei raus. 2, 3, 5 nach vorne gemacht. Nicht verkehrt. Ah, guck mal, wieder was gefunden. Da haben wir schon wieder Eisen gefunden. Und Kohle. Dieses Sucher ist das einfach genial. Das ist genial. Fackel hin, dass wir das Licht haben. So. Nicht schlecht. Oh. Ein riesen Vorkommen hier. Noch was? Schön gewesen. So, weiter geradeaus. 1, 2, 3, 4. Oh! Cool! Das finde ich immer super geil, wenn du dann noch so direkt auf dem Weg über Material stolperst. Finde ich super. 3, 4. Oh, ein Smaragd. Geil ist das denn? Smaragd. Was habe ich denn jetzt? Nein. Hätte er jetzt vielleicht mit Glück auch noch ein bisschen mehr kriegen können. 2, 3, 1, 2. Ja, Redstone sind natürlich auch immer willkommen. Immer sehr willkommen. Uiui. Geht schon wieder duster hin. Mit dem Schwert ist das blöd. Macht man alles kaputt. Ja, wieder Smaragd. Liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Wer war das noch? Ach ja, Hannibal. Oh. Na, Zufall. Das, was ich da gerade gemacht habe, dieses über Kopf nach oben also rausschlagen, das kann sehr schnell zum Tode führen. Sollte man nicht unbedingt machen. Nicht auf einer Höhe, wo so viel Lava vorkommen sind. 1, 2, 3.
Redstone satt und schmutzig. Erde. So weit unter der Erde. Die macht sich auch überall breit, wa? Erde, Erde. So, ich würde sagen, so 10 Minütchen machen wir noch. Dann gehen wir wieder nach oben. 2, 3, 4. Ich wollte jetzt nicht die ganze Nacht hier unten im Stollen rumeiern. So geil finde ich das nämlich hier unten auch nicht. Das wird zwischendurch immer mal eine sehr nützliche Übung. Um zu gucken, ob man vielleicht mal wieder ein paar Diamanten reinkriegt und ein bisschen Metalle und so. Aber die wird man jetzt zum Beispiel auch kriegen, wenn man Höhlen erforscht. Hat eigene Höhlen zu machen. Oh! Rotsteine. So, das geht doch schon mal. Da geht doch schon mal was, wie man drin sagt. Na? Komm, die nehmen wir mit. Das ist immer ganz witzig, wenn man diese Beine hier unten hat. Gerade hier zufällig dann so ein Tunnel da in den Granit reinfühle. Dann kann ich auch das Granit mit. Ui. Aber so viel Eisen könnte doch irgendwo Lava sein. Ein Vorschub noch. 1, 2, 3, 4 und eine Fackel. Und 2, 3. Ah. Habe ich eine doofe Höhe erwischt, kann das sein? Wenn zum Vorkommen sind immer so eins tiefer irgendwie. Wissen, wie viel ich jetzt schon vorbeigearbeitet habe. Gesendet. Und ist noch was? Ich gerade. Dafür bin ich doch hier. Eisen und Diamanten natürlich. Noch mehr. Und Redstones. Hammer. War's jetzt aber, oder? Jo. Wahnsinn. Und Rosa. Der Sack. Komm her, komm. Ding. Ding. So. Merkst du mal direkt, wenn er so schwer weggeht, der Stein. Ah! Wieder Eisen aufgestöbert hier.
glaube, ich mache die Gänge jetzt einfach mal zwei tief. Die nächsten paar noch. So, was habe ich gesagt? Minuten? Ja, gut. Wissen wir auch noch. 2, 3, 4. So. Ah, Eisen. Super Sache. Und Redstone. Sauber. Jo, Vorschub. Ich würde sagen, zwei dieser Vorschübe machen wir noch. Und dann setzen wir hinten eine Fackel ans Ende und dann gehen wir da. Nimm die Steinchen auch noch mit. So, und nochmal. Eine Fackel noch da. Nix. Genau. So, dann weiten wir jetzt hier einen kleinen Stichgang und setzen eine Fackel hin. Da geht es nämlich dann weiter, oder würde es nämlich dann weitergehen. Und dann marschieren wir wieder nach oben und bringen das Material. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, der Stream hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir doch ein Follow da und ein Like für die YouTube-Videos und ein Abo für den Kanal. Bis dann, macht's gut. Bye, bye.